Christel Focken ist semi-professionelle Historikerin und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit den Stollen hier im Riesenprojekt. Hier in der Nähe ist das Schloss Fürstenstein und es soll hier ein ganzes großes System geben mit Tunneln, in dem vielleicht auch ein Fuß versteckt ist. Christel, was macht dich so sicher, dass hier ein neuer Tunnel entdeckt werden kann, in dem vielleicht ein Nazi-Zug steht? Also unterscheiden wir erstmal Tunnel und Nazizug. Tunnel ist definitiv sichtbar. Wir haben hier die Einsprengstelle dieses Tunnels. Und die historischen Dokumente weisen schon aus, dass es diesen Zug gibt. Er ist aus Breslau abgefahren. Er ist aber nirgendwo angekommen. Okay. Und jetzt ist eben dieses aufgefundene Schriftstück der Hinweis darauf, dass es hier in diesem Berg sein soll. Warum meinst du, suchen alle anderen an der falschen Stelle? Und warum suchst du an der richtigen Stelle? Wir haben Georadarbilder vom Satelliten entsprechend ausgewertet für diese Gegend, für dieses ganze Objekt hier, diesen Berg. Und dies ist die einzigste Stelle, die sinnvoll die Verlängerung des Gleises in den Berg und dann auch die dort gezeigte Sprengstelle aufweist. Wann glaubst du, wird hier gesucht an der Stelle? Das hängt von der polnischen Regierung ab. Das Problem ist, wir sehen ja hier, wir haben ca. 15 Meter Versprengung drauf, in der Länge, in der Tiefe. Wir haben mindestens 10, 15 Meter Gestein über dem Tunnel. Das ist eine gewaltige Aufgabe, das hier freizulegen. Und es sind auch gewaltige Kosten, die aufgelegt werden. Die Frage ist die Regierung bereit, das Risiko einzugehen oder überhaupt erstmal rauszufinden, ob das überhaupt der Tunnel hier drin ist? Christel, warum wurde hier ein Tunnel gebaut, in dem man einen Zug verstecken kann? Man muss sich vorstellen, es sollte das Führerhauptquartier im Schloss Fürstenstein sein. Es gibt im Eulengebirge die Stollen für die Außenstellen OKH, OKW, OKM und ähnliche folgende. Aber für den Führer war das Schloss Fürstenstein auserkoren. Und der hatte seine Transportmöglichkeit immer mit dem Zug. Deswegen hat man versucht, einen direkten Zugzugang zum Schloss zu bauen. Und die einfachste Verbindung von der Eisenbahn eben zum Schloss wäre der Tunnel, der hier reingeht, hinterm Berg drüben am Schloss rauskommt. Es sind sogar 4 Kilometer und bei der damaligen Bauleistung wäre dieser Tunnel in kürzester Zeit gebaut. 48 Meter am Tag. Das ist ganz ordentlich. Das ist ganz richtig ordentlich und die Arbeitskräfte standen leider auch entsprechend zur Verfügung. Weißt du, wie viele Zwangsarbeiter hier eingesetzt wurden? Also wir wissen, die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, wir wissen von 10.000 bis 40.000 im gesamten Projekt Riese. Wie ist der Zug dann hier in den Tunnel gekommen, deiner Meinung nach? Gehen wir davon aus, dass hier die Baustelle war. Das heißt, es gab ein Baugleis, das vom Hauptgleis hier abführte in den Zug, um Material herauszubringen, das während der Bauarbeiten hier entstanden ist. Dementsprechend war also eine Verbindung von dem Hauptgleis hier in den Tunnel gegeben. 1945 ist dieser Zug, dieser sogenannte Panzerzug, mit den Goldreserven aus Breslau abgefahren. Mhm. Nach der Historie ist er verschwunden. Man weiß nicht, wohin ist, weil keiner hat ihn ja verfolgt. Man ist hinterhergerannt. Und dann kam eben diese Geschichte, dass er dann hier aufgetaucht ist. Es ist also möglich, dass der Zug hier hereingefahren worden ist, dass die Arbeiter die Schienen alles abgebaut haben, die Brücke, die hier über den kleinen Fluss geht, abgebaut haben und dann wurde der Zug zugesprengt, der Tunnel zugesprengt. Okay.